Ich bin ein stolzer Küchenchef von Anna Amalia. Mit Freuden gucke ich auch in die Zukunft, weil meine Generation, meine Auszubildenden, geben mir Hoffnung und begründete Hoffnung, dass das Anna Amalia weiter in guten Händen bleibt. Hallo, mein Name ist Leonardo und mein Freund. Mein Name ist Admadi. So, heute wir machen eine Rotbauröllchen mit Garnelenfüllung und eine typische Reis von Indonesien, Nasi Bakar. Also, das ist erstmal, wir machen eine Garnelenmischung für die Rotbauröllchen. So, wir haben die Garnelenfleisch. Dann schneiden wir die Garnelen. Ist für die Füllung von dem Fisch. Dann nehmen wir in die eine Schüssel. Jetzt haben wir die Füllung. Erstmal die Oystersauce. Wir haben jetzt die Sojasauce. Und wir haben zusammen all voll die Geschmack, aber vielleicht ein bisschen Salz und Pfeffer, Reise. Aber das ist ganz typisch Asia. Das sind viele chinesische Restaurants oder Küche. Viele kochen mit der Oystersauce. So, jetzt haben wir die Nori als die Füllung auch. So, nehmen wir die Blätter, erstmal die frisch gewürzen. Den Fisch. So, dann nehmen wir die Füllung in der Mitte. Okay. Dann rollen wir ein. Dann mit einer langen Lauchblätter. So, damit kann ich den Fisch festhalten. Dann habe ich ein schönes Fischbrötchen. Dann garen wir zum einen Dämpfer. Die Temperatur bei Dämpfer ist immer 100 Grad. Dann ungefähr 10 bis 15 Minuten kommen auf der Fisch. Dicker oder kleiner ist. Fisch gefüllt mit Nori und Garnelen. So, ich habe auch eine japanische Salat. Das ist quasi Daikon und Karotten. Aber leider ich habe keine Daikon. Dann starte ich Daikon mit Kohlrabi. Das ist eine mariniert mit Zucker, Salz und Reis, Essig und ein bisschen Wasser dazu. Jetzt, ich andritte diese gegrillte Reis. Oder kann man auch Reis Nasi Bakar sagen und Teriyaki Soße. Also, wir wünschen viel Freude zum Gucken. Nochmal. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.